Willkommen hier zum nächsten Teil von Game of Thrones und in diesem Teil zeige ich hier dieses ganz, ganz wichtige Muster, das sich ständig hier wiederholt, auch vom Rhythmus, dieses. So, und das hier war jetzt insbesondere der Schluss jetzt auch, und zwar, was wir im letzten Video gelernt haben, von der Melodie. Ja, das zeige ich dir später noch, wie man das so ausführlich spielen kann. Und dann beim letzten Ton, beim C, wird dann gespielt. Ja, und dann später hier noch, noch mit einem anderen Sound. So, und die Töne sind wie folgt. Erstmal hier jetzt am Schluss die Töne. Und wo du die jetzt spielst, ob du die jetzt mit beiden Händen spielst, wie ich das gerade gemacht habe, oder hier oben oder unten oder weiter unten, das spielt erstmal keine Rolle. Erstmal geht es um die Töne in der rechten Hand. Und das ist nämlich C, G, As, B, C, G, As, B. Ja, das ist eigentlich C, G, As, B. Ne, eigentlich. Das ist eigentlich ein Teil des Musters und genau der wird wiederholt. Auch mal vom Rhythmus. Bam, bam, badadam, 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 bam. Ja, so, und das könntest du jetzt am besten einmal genauso üben. Ja, guck mal, mein C spiele ich gerade am lautesten. Bam, bam, badadam, bam, badadam, bam, badadam, bam, badadam. Ja, das ist der wichtigste Ton. Wenn du das jetzt ganz oft wiederholst, kannst du das auch definitiv so spielen. Und pass auf, jetzt die Herausforderung, wenn du schon möchtest, lohnt sich total, auch als Fingerübung für die linke Hand, das mit der linken Hand zu spielen. C, G, As, B, C, G. Auch super als Fingerübung, mal alles ganz laut zu spielen. Und nochmal ganz leise. Ja, gerade das, wenn du es einmal ganz laut und ganz leise spielst, wirst du merken, warte mal, leise kann ich das ja gar nicht. Ja, wenn du es nicht kannst, dann einfach so lange wiederholen, bis du es kannst. Ja, das muss geübt werden, also das ist völlig normal, ne? Das wird keinem in die Wiege gelegt. Ja, schau mal darauf auch hier, wie du das Ganze selbst kontrollieren kannst, bestimmen kannst. Es wird sich für dein Spiel definitiv bezahlt machen, auch für andere Stücke, wenn du das übst. Ne? Ja, wenn du genau kontrollieren kannst, bestimmen kannst, wie laut du es spielst. Okay, das ist der Schluss quasi. Ja, dann, ne, die letzten Töne sind dünn. Ja, so könnte zum Beispiel der Schluss sein. Ne, der wird ja dann auch immer lauter. Und hört auf dem B auf. Und dann ist hier unten ganz leise das C. Und dann geht es mit dem anderen Sound noch. Langsamer werden. Ja. Okay, also, das könntest du einmal so einüben und pass auf. Jetzt kommen wir überhaupt zu dem Muster nochmal. Wie sich das in anderen Stücken, in den anderen Teilen des Stückes immer wiederholt. Und zwar geht es eigentlich los. Das Intro ist eigentlich ein hervorragendes Beispiel. Das sind die Töne. S, F, G, C. Also erstmal G, C. S, F. Ja, so ist die richtige Reihenfolge. G, C, S, F. Ja, nur vier Töne. G, C, S, F. G, C, S, F.
Gleicher Rhythmus. Bam, bam, badadam, bam, badadam, bam, badadam, bam, badadam. So, wie kann man sich das jetzt perfekt merken, wenn du dich ein bisschen mit Akkorden auskennst? Das ist nämlich eine wichtige Basis. Also ich werde dir die Akkorde natürlich zeigen. Wenn du noch viel mehr mit Akkorden lernen möchtest, übrigens, check auch mal meinen Crashkurs in der Videobeschreibung ab. Ja, da habe ich eine ganze Menge Videos, die nicht bei YouTube zu finden sind, übrigens auch zu dem Thema. Okay, also, das ist nämlich der Akkord C-Moll. Der besteht aus den Tönen C, S und G. Ja, und letztendlich, was hier gespielt wird, ist dieser Akkord plus dem Ton hier dazwischen. Ja, das ist von der Tonleiter der 1, 2, 3, 4. Ton. Ein Akkord besteht aus dem 1., 3. und 5. Und hier dieser 4. Ton, der genau zwischen diesen beiden liegt. Ja, das wäre zu, ich müsste zu weit ausholen, um zu erklären, wieso der und nicht der. Das hängt mit der Tonleiter zusammen. Ja, das ist ein Tonleiterton. Das nur nebenbei. Dieser Ton wird noch dazu genommen, ne? Bam, bam, badadam, bam. Ansonsten ist das der C-Moll-Akkord. Und als nächstes kommt nämlich der G-Moll-Akkord. Und da ist das Muster auch. Wir haben auch wieder diese drei Töne und wir nehmen den 4. Ton auch wieder dazu, hier das C. G, D, G, B, C, D, G, B, C, D. Ja, und danach kommt der B-Dur-Akkord. B, D, F. Und auch hier nehmen wir den 4. Ton dazu hier. Das ist S. Ja. Und als nächstes nach dem B-Dur-Akkord kommt der, lass mich überlegen, bam, 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 badadam, bam, und dann F-Moll-Akkord. Ja, und auch hier F, As, C, das ist der Akkord. Dann nehmen wir hier den 4. Ton dazu, das B. Ja, und das war's zum Beispiel im ersten Teil. Wiederholt und danach kommen die Akkorde As-Dur, das ist As, C, D, S. Ja, hier wird das Muster ein bisschen anders gespielt, aber auch eher im Hintergrund. Aber trotzdem sollst du wissen, dass wir den As-Dur-Akkord haben: As, C und S. Und diese Töne kannst du hier überall spielen: As, C, S, As, C, S. Ich spiele nichts anderes jetzt außer As, C und S. Das ist der Akkord S-Dur. Und pass auf, wenn du jetzt sagst, hey, warte mal, das hört mir gerade alles zu viel. Du musst dir das gerade nicht alles merken und du musst es auch jetzt nicht spielen können. Aber ich möchte dir nur ganz kurz den Hintergrund noch erklären. Jetzt kommt der Akkord S-Dur. S, G, B. Ne, S, G, B, S, G, B. Das ist alles S, G, B. Ja, badadam. Also S-Dur, lada, S-Dur. Dann wieder F-Moll. Das hatten wir vorhin schon. F, As, C sind die Töne, auch hier überall auf der Tastatur verteilt. Dann C-Moll, C, S, G. As-Dur, das ist As, C, S. G-Dur, G, H, D, das sind die Akkorde, Töne. Und C-Moll, das hatten wir schon, C, S und G. Ja, pass auf, das ist eine ganz wichtige Basis von dem, was ich jetzt anschließend noch alles erzählen werde. Du musst jetzt hier erstmal gar nichts spielen können, was ich dir gezeigt habe. Also natürlich, der Schluss wäre gut und du kannst es auch schon mal einmal hier von diesem C-Moll-Akkord üben. C, G, S, F, G, C, S, F, G, C, S, F, G, C, S, F, G, C. Kannst du erstmal mit der rechten Hand, dann mit der linken Hand und vielleicht schaffst du es sogar mit beiden Händen zusammen. Wenn du das schon schaffst und überhaupt mit der linken Hand das spielen kannst, das ist natürlich ganz großes Kino. Das ist wirklich nicht leicht. Na, das muss auch geübt werden, keine Frage. Und im nächsten Video fange ich dann damit an,
das Ganze in die Praxis umzusetzen. Nämlich, wir können nicht die ganze Zeit dieses Muster durchspielen und darüber die Melodie, so wie das Orchester macht. Das Orchester, das spielt ein paar Musiker des Orchesters, spielen hier diese Stimme durchgehend, holen die mal in den Vordergrund, in den Hintergrund, und ein paar andere Instrumente spielen die Melodie. Wir haben nur zwei Hände, deswegen müssen wir daraus ein bestimmtes Klavierarrangement machen. Und ja, für welches ich mich da entschieden habe und was auch du dir da selbst raussuchen kannst, damit starten wir dann im nächsten Video. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und wenn du sagst, boah, das ist jetzt alles viel zu viel, oder ich möchte auch sogar noch mehr, wie auch immer, es gibt mittlerweile eine ganze Menge Videos noch. Check dazu doch mal die Links in der Videobeschreibung. Ich freue mich über deinen Besuch auf meiner Seite werdemusiker.de und bin mir sicher, du wirst es nicht bereuen. Also, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.